Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Night of the Dead. Wir sind hier noch oben auf dem Berg. Wir werden aber jetzt gleich mal schauen, dass wir hier nach unten fahren. Einsteigen bitte, Ella. Ja, ist drin. Wir fahren jetzt halt einfach mal hier berg runter. Wird's. Mal schauen, wie es der Panzer aushält. Und wir werden uns dann irgendwann einmal umschauen nach einem anderen Weg. Nach einem kürzeren Weg. Upsa. Da geht es ja richtig steil runter. Aber gut, wir wissen dann auf jeden Fall Bescheid. Hier brauchen wir gar nicht versuchen zu fahren. Ich vermute auch wirklich, dass die Entwickler absichtlich dann das so zerklüftet gemacht haben und so steil gemacht haben, dass hier eben keine Abkürzungen genommen werden, sondern die Leute dann tatsächlich außenrum fahren. Aber nicht mit mir. Ich finde einen Weg. Irgendwie. So, da hinten ist ja so eine... Schon wieder einer. Na, du interessierst mich jetzt nicht. Lass den. Was ruckelt denn das jetzt? Das ist wahrscheinlich jetzt gerade Gebietsladen. Also, dass das Gebiet geladen wird, vermute ich mal. Aber wir sind auch schon fast zu Hause, ne? Das ist doch wunderbar. Jo, cool. Also das war... Ja, jetzt stehe ich bloß hinter dem Zaun. Moment. Dann müssen wir natürlich außen rumfahren. Yay. Und dann sind wir tatsächlich at home. So, ich muss jetzt bloß einmal ganz kurz gucken, weil ich hatte nämlich jetzt auf dem rechten Ohr keinen Sound. So, aber jetzt... Ja, von der Richtung bin ich noch nie gekommen. Oh, hätte ich sogar drüber fahren können. So, aber was willst du denn jetzt eigentlich hier? Wir könnten ja das Zeug ausladen. Also der Weg hier, das ist eine Katastrophe. Das müssten wir irgendwie was anderes finden. Vielleicht hier mal den Weg hochfahren. Mal schauen, wie wir da dann drüber kommen. Aber gut. Dann werden wir heute eben mal gemeinsam die Kisten ausleeren. Und wundert euch nicht, ich bin sehr, sehr kompliziert in dem Fall. Deswegen mache ich das nämlich auch immer alleine, weil ich da immer Ewigkeiten dafür brauche. Ernsthaft? Komm, fahr rein. Oh. Okay, ich fahre geradeaus rein. Ist in Ordnung. Ich drehe einmal rum. Ja, bis jetzt bin ich immer eigentlich geradeaus reingefahren und habe dann höchstens den Panzer mal umgedreht. Aber das ist halt auch keine richtige Rampe, ne? Oh, jetzt hänge ich an der Tür. Sag mal, was ist denn los? Aufheben. So. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ja, better than walking auf jeden Fall. Ich fahre mal noch ein kleines Stück vor. Nein. Passt schon nicht. Ich komme nach oben. Das ist in Ordnung. So, Ella, komm mal mit. Weil du darfst jetzt nämlich wieder etwas dekorativ hier stehen. So, dann machen wir mal das Tor zu, dass ich das wieder vergesse wie beim letzten Mal. Ist immer schön, wenn das dann in den Kommentaren steht. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ich merke das spätestens dann, wenn plötzlich ein Nachbar da steht und mir auf die Schulter klopft. Also spätestens dann merke ich, da stimmt irgendwas nicht. So, es gibt natürlich viel zum Ernten auch noch. Das ist auch noch klar. Und wir müssen natürlich die Taschen leer machen. Die Taschen leer machen und durch das, dass ich nicht reingefahren bin, Taschen leer machen und dann natürlich ganz viel Zeug zerlegen. So, von daher würde ich sagen, dass wir mal die Sachen rausnehmen, die jetzt halt so in der ersten Kiste kommen. Leider kann ich ja nicht gezielt irgendwo... Oder warte mal, hier, du kannst auch alles nehmen. Das passt schon, dann sind wir jetzt halt einmal voll, dann machen wir uns jetzt einmal leer. So, ja, das Inventar ist voll, das habe ich schon gemerkt. Wir räumen halt jetzt einfach mal eins nach dem anderen aus, dann seid ihr da eben auch mal mit dabei.
meine, ihr wart da schon mit dabei, das weiß ich, aber dann seht ihr mal, wie kompliziert ich da in dem Fall bin. Steck mal jetzt das Ding weg. Halt, warte mal. Warum gehen die Eisenbarren nicht raus? Weil ich die noch nicht drin habe, ne? Das Gold habe ich absichtlich hier mit rein. Ich räume mich erst einmal raus, was ich habe. Und dann wird eben hauptsächlich mal Augenmerk darauf gelegt, dass wir die Sachen aus dem LKW, aus dem Panzer holen. Ich sage immer wieder LKW, ne? Aus dem Panzer holen, die wir zerlegen müssen. Ich meine, wenn wir jetzt halt schon da sind, dann können wir ja eigentlich auch dann mal hier ein bisschen weitermachen. Wir können mal gucken, dass wir die Fische hast du nicht einstecken. Dass wir hier mal den Panzer upgraden. Das wär mal wichtig, ne? So, Felle, Federn noch raus. Genau, tu mal auch das Essen raus. Alles an Essen und Tabletten mal raustun, weil das wird dann später neu sortiert, dass ich jetzt halt auch erst einmal Platz habe dann. Das wird dann mit Ella wieder aufgeteilt. Auch Munition, alles raus. Das ist was fürs Auto. Fahrzeuge. Hier, rein damit. So, hier kommen die ganzen Spulen rein. Da kümmere ich mich dann. Ich muss jetzt erst einmal wirklich alles rausräumen. Alles, das einfach mal weg ist, das Zeug. So, hier habe ich diese... Stimmt, hier habe ich die handgefertigte Schrotflinte. Die muss ich noch der Ella dann geben. Aber wie gesagt, das mache ich dann später. Zerlegen. 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 Eisenhalskette. Könnt ihr mal ganz kurz gucken, was hast du für eine Halskette? Nee, nicht Inventar, wollte ich mal gucken. Eisenhalskette, Bewegungsgeschwindigkeit minus 2 Schaden, 2,6. 6, 5 Urteil, Blitzschlagverstärkung, Ausrüstung, Droprate. Chance auf Immun gegen Taumeln. Okay, nee, dann passt es eigentlich, was die da hat. Das ist in Ordnung. Das Schild kann ich dir wegnehmen jetzt gleich. Ich nehme dir auch gleich die Schrotflinte weg. Dann kann ich dir im Grunde, wenn ich jetzt eh schon dabei bin, dann kann ich dir gleich mal die ausgebaute geben. Weil dann hast du die nämlich mal. So, das ist dann deine. Schrotflinten, Munition habe ich jetzt nicht einstecken, aber wirst du dann später von mir bekommen. Also ein bisschen hat sie ja, aber... So, Bücher. Tun wir erst einmal wieder alles raus. Wie gesagt, ich habe ja in den Kisten oben auch nochmal. So, hier kommen die Köpfe raus, sofern wir neue haben. Die Münzen, ich muss auch mal irgendwie schauen, was habe ich denn da vorne jetzt nochmal rein? Ach, da habe ich immer das Essen rein, ne? Essen und Reparaturzeug. Dass ich das nicht immer da hinten drin habe. So, deswegen nehmen wir jetzt mal die Sachen hier raus. Und die kommen dann da vorne rein. Dafür habe ich nämlich eigentlich die Kiste rein, ne, dass das ganze Zeug hier dann drin ist. Und die Münzen, die kommen eigentlich in den Panzer. Wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen umständlich. Das machen andere vielleicht etwas geschickter und nicht so umständlich wie ich jetzt. So, du kommst raus. Ich habe nur diese Angelrute. Die Motorsäge nutze ich sowieso nicht. Scharfschützengewehr werde ich wahrscheinlich auch nicht nutzen. Ich tue jetzt mal diese roten Sachen raus. Die kommen dann auch da vorne in die Kiste rein. Scharfschütze, raus damit. Ja, ich nutze das eh nicht. Das ist ein Quatsch, wenn ich das dann mit dabei habe. Die Bücher tue ich mal raus. Goldbarren.
Goldzahn erhalten Grab kann zu einem Goldbarren zerlegt werden. Dann könnten wir ja eigentlich die zerlegen, weil die brauchen wir so dann nicht. Halt, warte mal, diese Dinger hier, Infrarotsensoren zum Bau von der Drohnenstation, die brauchen wir auch nicht drin. Da müssen wir auf jeden Fall mal neu auffüllen. Ist interessant, ne? Wie viele wir da eigentlich schon haben. Da reicht auch, wenn wir 18 Stück davon einstecken haben. Das ist absolut ausreichend. Ich tue mal die Sachen hier raus. Da tue ich mal ein bisschen was raus. Du könntest sowieso mal ganz kurz hier den Panzer reparieren. Er ist zwar noch nicht wirklich sehr stark lädiert, aber das lohnt sich auf jeden Fall mal. Und wir können dann sowieso mal gucken, ob wir den upgraden können. Da brauchen wir nämlich noch den V12-Motor. Den könnten wir mal gucken, ob wir den bauen können. Nee, das ist der Spulentisch. V12-Motor. Was fehlt uns da? Ein normaler Motor. Können wir bauen. Dann können wir nämlich den V12 herstellen. Although the desert may look dry and barren, it often harbors surprisingly valuable resources. Ja, alles gut. So. Was jetzt? Zombies. They can't swim, you know. Ach, die können nicht schwimmen? Dann könnte ich ja die nächste Basis einfach auf dem Wasser bauen. Also wenn die nicht schwimmen können, baut man doch einfach mal auf dem Wasser. Mit ein paar Pushern. Na, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Okay, Upgrade. Was passiert, wenn ich jetzt das upgrade und die ganzen Kisten da oben stehen? Hat es ein... Ich möchte es nicht riskieren. Ich möchte es nicht riskieren. Nein. Das machen wir tatsächlich, wenn die Kisten oben leer sind. Weil die Kisten selber, die sind mir egal. Die kann ich jederzeit wieder bauen. Das heißt, ich werde mal den Motor hier reinschmeißen. Wir werden alles, was essenstechnisch ist, mal hier reinschmeißen. Plus dem... Nee, das Gold nicht. Das hier. Warte mal, wo hast du denn... Das Gold habe ich doch hier bei den Barren drin, ne? Hier. So, das zerlegen wir dann. Die Erze, da tun wir jetzt halt einfach mal das Zeug noch raus. Elektronik, da tue ich dann jetzt natürlich mal diese Teile hier hin. Da können wir vielleicht sogar die Drohnen schon bauen. Das wäre cool, aber ich glaube, da fehlt mir noch irgendein ein Buch oder sowas. Zerlegen, Goldzähne. So, Diplomarbeit, nein. Munition hier rein. Goldbarren hier rein. So, weil das hat ja nichts mit den Dingern zu tun, ne? So, dann haben wir noch die 5 Studentenbücher. Falsche Kiste, hier sind die Bücher. Passt. So. Jetzt tue ich mir noch meine Waffen raus, also bis auf das Paddel tue ich dann immer die Sachen hier raus, die ich dann später auf jeden Fall auch wieder einstecken werde, dass ich das hier alles drin habe. Außer, wie gesagt, das Paddel, dass wenn doch irgendwas reinkommt, dass ich dann eine Waffe habe. Die roten Teile... Die würde ich gerne hier rein tun. Das heißt, wir können den Flammenwerfer und die Lederschuhe, die können wir zerlegen. Die Teile kommen da rein. Das ist die Zugangskarte. Die muss auf jeden Fall wieder in den LKW rein. So, zack. Und das hier ist alles Zeug, was wir zerlegen können. Jetzt möchte ich nur erst einmal die Kisten durchschauen, ob wir Sachen haben, die eventuell für die Ella von Vorteil sein wird. Auf blaue oder graue Rüstungen achte ich eh schon nicht. Die können wir wirklich dann
direkt zerlegen. Wenn, dann gucke ich mindestens gelb. Ja, also das da können wir jetzt alles dann zerlegen. Halt, warte mal, nimmt das auch gleich mit. So, hier zum Beispiel Eisenhandschuhe, das werden wir dann nochmal nachprüfen. Die Verbesserungen, die werde ich dann später rausholen. Erstmal die Ausrüstung selbst zusammenschaffen. Und dann nochmal schauen, was wir da machen können. Eiserne Rüstung könnten wir mal gucken, ob für sie passt. Alles andere, wie gesagt, kann zerlegt werden. Die Kiste ist leer. Boah. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich jetzt dieses eine Buch habe, ne? Machen wir Tee. Weil das ist jetzt nur Ausrüstung. Okay, mach mal Tee. Warte mal, ich nehme mal die, zumindest mal die gelbe Ausrüstung jetzt raus, dass wir das mal nachprüfen. Wie gesagt, ich bin in dem Fall ein bisschen kompliziert. Und jetzt sind wir eh voll, ne? Naja, gut. Und je nachdem, was dann besser ist, tausche ich dann quasi mit ihr aus. So. Es könnte sein, dass die Kupferrüstung besser ist. Das Schild brauchen wir gar nicht nachschauen. Die Eisenrüstung, die Eisenhandschuhe. Ich nehme mal den Knochenhelm raus. Der hat zumindest drei Teile noch. Der hat nur einen. Knochenrüstung. Ich glaube nicht, dass die Knochenrüstung jetzt wirklich sehr viel besser ist. Aber das hier wird dann alles zerlegt. Eisenarmband, Stärke. Schon mal Anhänger, Inventar. Eiserner Ring. Okay, dann nehmen wir mal das eiserne Dings hier noch mit raus. So, Zubehör, eiserner Ring. Eisenarmband, wo steckst du? Ah ja, okay, das ist der Austausch. Moment. Schutz plus 9,5, kritische Rate. Stärke 5, Giftverstärkung. Wir lassen ihr das. Also das da nehme ich wieder zurück. Dann, sie hätte nur diese lumpige Lederrüstung, ne? Schutz 11,4, 19,2, 35,2, 53. Also, Kupfer weg, das da weg. Hier muss ich die Spulen raustun. Aber ich glaube, die nimmt man automatisch raus. Das heißt also, sie kriegt eine eiserne Rüstung. Wunderbar. Achso, die eiserne Rüstung hat Hotpants oder was? Dann die Eisenhandschuhe, schätze ich mal, dass die besser sind wie die Lederhandschuhe. Schutz 5,7, 26,5, also gut. Knochenhelm kannst du gleich raustun, weil wenn, dann ist der Knochenhelm auf jeden Fall besser. Und wir müssten aber noch einen Eisenhelm haben. 14,4, 15,8, der ist aber auch nur ausgebaut. Das Ding hat halt nur drei Spulenbuchsen, ne? Aber ich denke trotzdem 14,4, 15,8, weil das ausgebaut ist. Plus 3,4 Schaden, plus 3,2 Schaden, wenn ich die da ausbaue. Plus 5 Urteil, Ausweichrate. Dann sollte das da besser sein. So, Stiefel. Ne, also das da raus. Schild haben wir ihr das gegeben. Das müsste passen. Ich sortiere mal ganz kurz, weil dann habe ich die Sachen ganz unten drin. Gehen wir mal ganz kurz an den Spulentisch. Mir ist es wichtig, Moment, wir gehen erst einmal schnell an die Zerlegemaschine, dass wir mal hier ein paar Sachen zerlegen. Den Hammer gebe ich hier eh nicht, aber das ist schön, dass das lauter Magnesiumbarren sind, ne? Zweihänder, halt. Zweihänder, Klinge, Beil. Granatwerfer. Was ist das? Titanbarren. Wahnsinn. Jetzt mal ganz kurz hier an die Spulen-Dingsi. Dann schmeißen wir mal den Ding hier raus, nehmen uns die Spulen.
Achso, die wandern da oben rein, ja klar. Die Handschuhe, raus damit. Die Lederklamotten, raus damit. Und hier ist nichts drin sonst. Ja, okay. Dann tun wir mal die Spulen hier rein. Die muss ich dann sowieso alle neu schmieden. Da werde ich auch bei mir die ganzen Spulen raustun. Dann können wir jetzt halt diese komischen Skin-Sachen da können wir raustun. Ja, haben wir schon doppelt und dreifach. Ansonsten glaube ich, habe ich keinen... Hier habe ich doch den Kupferhelm. Aber hatte ich nicht auch noch einen Eisenhelm hier? Aber das sind alles blaue, ne? 39,9 Schutz. Der hat halt nur 14,4 Schutz, aber ich kann Spulen mit reinpacken. In den Eisenhelmen kann ich halt keine Spulen, also eine einzige Spule kann ich da reinpacken. Festungsspule 3. Hier hätten wir zumindest schon mal einige fest installierte Spulen. Zündung, Kühlung, Festung, Widerstand, Kühlung, Festung, aber ich glaube, da ist die hier besser, weil die hat nämlich Zündung noch 5, Festungsspule 3 und Kühlungsspule, also die hier kann ich vergessen, dann gebe ich ihr den Eisenhelm. Dann mache ich das so, dass sie quasi den Knochenhelm weg, sie hat zwar Widerstand mit 5 und Gift mit 1, aber hier hat sie halt Zündung 5, also hier nochmal ein bisschen mehr Power für Zündung. Warte mal, Zündung ist ja Feuer, ne? Ja, ich glaube, das ist besser. Da gebe ich ihr lieber die Eisenmaske. Und das Ding, das zerlege ich und fertig. Ja, es gibt viele Arten, wie man das machen kann, ne? Aber ich würde sagen, dass ich alles, was ich jetzt halt hier einstecken habe, können wir auf jeden Fall zerlegen. So, die Bastelbank. Granatwerfer zerlegen, zerlegen, Sturmgewehr, Wächter mit, Flammenwerfer nutze ich nicht. Wächter mit, Scharfschützengewehr, Wächter mit, ich nutze die nicht. Das wäre dann ein Quatsch, wenn ich die verwende. Und ich habe ihr jetzt halt alles rein, was ihr braucht, also können wir das alles zerlegen. Ich muss nur gucken, dass ich nicht mein eigenes Zeug zerlege. So, das Schild können wir zerlegen. Ich will bloß nicht zu schnell machen, weil ich kenne mich und dann husche ich nämlich über meine eigenen Sachen auch noch drüber und zerlege die. Knochenhelm, Knochenhelm, Knochenrüstungen. Dann hat sie auf jeden Fall richtig gute Rüstung jetzt dann. Lederhelm, ja, das kommt alles weg. Kommt weg, kommt weg, kommt weg. So. Dann gehen wir einmal an die Barrenkiste. Ganz unten sind die jetzt, ne? So, wunderbar. Mein Inventar ist leer. Cool, aber gleich wieder voll. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt nochmal durchschaue wegen den Sachen, die ich da zerlegen kann. Also, wir nehmen alle Spulen raus. Nehmen die Verstärker raus. Da werde ich dann auch erst einmal durchprüfen, welche davon in Ordnung sind. Bücher und sowas lasse ich jetzt erst einmal drin. Hier, die Dinger. Da können wir eigentlich alles nehmen, ne? Tun wir bloß die Seile, die Nägel und die Eisenstücke raus. Die Kiste ist leer. Die werde ich wahrscheinlich noch 10-mal öffnen, so wie ich mich kenne. Die Teile kann man raustun. Dann haben wir hier irgendwas zur Verstärkung. Nein. Keine
keine Spulen oder sonst was, aber ey, echt so viel Trophäen, ne, wie man da sammelt im Laufe der Zeit. So, euch kann ich raustun. Das kann alles zerlegt werden, ne? Und das können wir raustun. So. Ich sollte eigentlich erstmal das ganze Baumgedöns hier fällen, weil das braucht ja 6 Stunden, um nachzuwachsen. Also das tue ich jetzt erst einmal nur raus, weil diese ganzen Bäume und so weiter, die müssen ja nachwachsen innerhalb von 6 Stunden. Und das sind Reinigungsspule, chemischer Gaswiderstand, kann an Geräten am Spülwagen angebracht werden. Da müssen wir mal gucken, ob wir die dann auch bauen können. Also, weil die, das wäre nicht schlecht, ne? So, damit ist die Spulendings hier. Kann ich das eigentlich ausbauen? Nee, ne? Ich glaube, ich bin schon auf dem Maximum. Dann tun wir mal die Spulen hier noch rein. Ich hoffe, ihr geht noch alle rein. Wunderbar. So, die Teile werden zerlegt. Die roten können wir eh nicht zerlegen, also das taucht nicht auf. Wunderbar. So, Waren raus damit. Dann tun wir mal die... habe ich euch jetzt da rein? Nein, wo habe ich denn euch jetzt rein? Ich habe die da vorne rein, ne? Ja, genau. Da vorne rein. So, dann machen wir jetzt einmal das ganze Antenzeug. Alles nehmen. Und wir müssten ja normalerweise 71, 17 Dünger. Aber ich würde das gerne ausbauen wollen. Insofern brauche ich dann meine Zange. Ach, wartet mal. Können wir nicht jetzt an der Werkbank den Bohrer bauen? Okay, die neu schmieden ist klar, aber wir können doch am Maschinentisch wahrscheinlich. In dem Teil. Hä? Wo kann ich das bauen? Motor? Jetzt muss ich echt überlegen. Geh mal in dein Journal. Dann können wir doch da mal schauen. Nee, können wir nicht. Verdammt, wo konnte ich das nochmal bauen? Ich hab's total vergessen. Ich dachte eigentlich, dass ich das hier herstellen kann. Aber das ist hier Ausrüstung. Lass mal gucken, ob ich was forschen kann. Hier. Elektrobohrer. Herstellen elektronische Ausrüstung. Werkbank. Spulenwerkbank. Elektronikwerkbank. Elektronische Ausrüstungswerkbank. Hä? Maschinentisch. Material-Ausrüstungswerktisch. Habe ich irgendwas vergessen? Produktion. Hier. Elektronische Ausrüstungswerkbank. Die haben wir noch gar nicht. Ach, ist die süß. Okay, die stellen wir jetzt mal hier in front of the Kisten. So, kann ich die auch ausbauen? Nein, da kann ich nur herstellen oder abreißen. Nimm das Paddel weg. Herstellen, Elektrobohrer. Yes, wir können herstellen. Das heißt, den Elektrobohrer, eine einfach zu bedienende und leistungsstarke tragbare Bohrmaschine, elektronische Ausrüstungsbank. Die müsste normalerweise, ja, kein Bedarf an Schraubendingsbums jetzt. Wir können nämlich jetzt mit dem Teil alles, glaube ich, upgraden, oder? Ja, also wir können damit alles upgraden. Wir brauchen jetzt keinen Gabelschlüssel mehr.
keine Zange mehr. Nimm das Paddel weg. Raus damit. Cool. So. Und jetzt, wo war ich jetzt stehen geblieben? Da wollte ich nochmal gucken. Plasmaschwert 87,5. Futuristischer Waffenforscher. Railgun-Munition. Plasma-Schild. Plasma-Schwert, aber da brauchen wir überall diesen futuristischen Waffenforscher, ne? Ja, okay. Alles klar, alles klar. Moment. Ja, wir wollten Upgrades machen. Upgrade. Und da brauchen wir natürliches Pestizid. Und das können wir, glaube ich, jetzt herstellen. Natürliches Pestizid müsste hier sein. Hier, natürliches Pestizid. 17 Dünger brauchen wir da. Wie viel Dünger können wir herstellen? 36. Dann würde ich sagen, dass ich mal alles herstelle. Natürliches Pestizid können wir wahrscheinlich, okay, sehr viel herstellen, 53. Dann gucken wir mal, was mir jetzt fehlt für den Upgrade. Seile, Nägel, Hölzer, Stöcke. Nö, wir können alles upgraden. So, und was können wir dann? Wir brauchen dann zum Säen die Samen und das natürliche Pestizid. Das heißt, ich würde jetzt erstmal alles farmen. Also, alles nehmen und dann gleich den Upgrade machen. Und erst dann wirklich alles miteinander einpflanzen, wenn ich genug Material habe. Ich finde es aber schon mal toll, dass es so sau schnell geht. Cool. Das macht richtig Spaß. Ich denke, dass ich da noch ein bisschen Zeug herstellen muss, weil das natürliche Pestizid wird nicht dafür reichen, dass wir alle Upgrades machen für alle Beete. Und weil da vorne sind ja noch die Kakteen und die Bäume. So, machen wir das einmal noch. Und den Rest würde ich sagen, den machen wir dann beim nächsten Mal. Dann nehme ich euch einfach weiterhin mit. Dann tun wir noch das ganze Zeug da oben raus. Und wir werden dann den Panzer upgraden und so weiter. Es dauert ja noch eine ganze Zeit lang, bis die Welle kommt. Von daher haben wir noch einiges zu tun. Gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.